Hallo, willkommen zu einem neuen und etwas anderen Video. Wie kann das Arbeitsumfeld angenehmer gestaltet werden? Schauen wir es uns an. Auf geht's! Mit einer angenehmeren Arbeitsumgebung meine ich saubere Luft in der Werkstatt. Geräte wie dieses hier auf meinem Tisch wähle ich schon seit mehreren Jahren. Glücklicherweise hat uns endlich die amerikanische Marke Laguna erreicht, die ich mir zuvor auf YouTube angeschaut habe. Sie stellen nicht nur Filter her, sondern auch andere Werkstattausrüstung, daher war die Wahl klar. Das lag vor allem daran, dass ich keine Möglichkeit habe, die zweite Werkstatt richtig zu lüften und der Staub sich einfach ansammelt. Also musste ich lösen, wie ich die Luft in der Werkstatt reinigen kann. Es ist wichtig zu beachten, dass diese Filterung keinen Staubsauger oder eine Absauganlage ersetzt. Wenn ihr also die Möglichkeit habt, ein beliebiges Werkzeug oder eine Maschine an eine Absauganlage anzuschließen, verwendet immer auch diese Absaugung mit den dazu passenden Schläuchen. Alle Maschinen, die ihr in der Werkstatt verwendet, erzeugen Feinstaub, der nicht zu 100% von Absauganlagen aufgefangen werden kann. Dieses Gerät dient dazu, den Feinstaub in gewisser Weise aufzufangen und die Luft zu filtern. Wie ich bereits sagte, müsst ihr also immer eine Absauganlage dazu haben und dieser Helfer verbessert eure Arbeitsumgebung, damit ihr keine unerwünschten Partikel einatmet. Zuerst nehmen wir den Luftreiniger aus dem Karton und packen ihn aus. Im Lieferumfang sind eine Fernbedienung, Batterien, selbstklebende Füße und Ösen zum Aufhängen und Kontermuttern enthalten. Jetzt werden wir die selbstklebenden Füße montieren. Das ist natürlich nicht schwierig. Wie ihr bereits gesehen habt, habe ich den Filter unter dem Tisch platziert, also verwende ich tatsächlich die Füße. Zur Demonstration stellen wir nun den Luftfilter auf den Tisch und bringen eine der vier Ösen an, mit denen der Filter an der Decke aufgehängt werden kann. Es ist notwendig, eine Öse zu nehmen und eine Kontermutter, die sich am Boden festzieht und in die Aufhanghülse eingesetzt wird. Wir haben die Sicherungsmutter festgezogen und auf diese Weise ist es notwendig, alle Muttern nachzuziehen, damit uns das Gerät später nicht auf den Kopf fällt. Der Motor ist für den Transport gesichert, daher ist es vor der ersten Inbetriebnahme erforderlich, die Filter und die beiden Einsätze zu entfernen, die zwischen dem Motor und der Konstruktion des Luftfilters platziert sind. Und erst dann ist es möglich, den Luftfilter zu starten und zu verwenden. Bei dem Gerät wird auf der Seite angezeigt, ob die Filter verstopft sind. Während des Betriebs könnt ihr sehen, wie stark sie verstopft sind und ob die Filter gereinigt werden müssen. Auf der Rückseite haben wir eine manuelle Steuerung oder wir benutzen eine Fernbedienung. Die grüne Diode bedeutet, dass die Maschine in Betrieb ist. Über die Fernbedienung kann die Geschwindigkeit von Stufe 1 bis 3 oder den Timer von einer halben Stunde bis 4 Stunden einstellen. Das heißt, wenn ihr den Timer einstellt, läuft das Gerät für die von euch eingestellte Zeit und schaltet sich nach einer bestimmten Zeit aus. So könnt ihr die Werkstatt verlassen und später in eine saubere, staubfreie Umgebung zurückkehren. Mir persönlich gefällt die Platzierung des Filters unter dem Tisch sehr gut. Wie ihr sehen könnt, wird der größte Teil des Staubs von dem Filter absorbiert, was auch immer ich schleife oder fräse. Das sorgt für eine angenehmere Arbeitsumgebung. Ich habe die Filterung jetzt seit über 2 Monaten in der Werkstatt und bin bis jetzt sehr zufrieden. Natürlich ist es keine Maschine, die den Staub aus allen Ecken der Werkstatt reinigt, aber die Luft in der Werkstatt zirkuliert und reinigt sich nach und nach kontinuierlich. Wenn sich Staub in verschiedenen Ecken oder Regalen und Werkzeugen festsetzt, nehme ich den Kompressor und blase ihn aus, schalte die Filterung ein, schließe die Werkstatt, stelle den Timer auf eine Option von einer halben bis 4 Stunden.
ein und lasse die Filterung laufen. Ihr müsst nicht daneben stehen und warten. Der Filter scheidet sich von selbst aus. Der Staub, der in der Luft fliegt, wird natürlich aufgewirbelt, denn die angesaugte Luft muss auch wieder irgendwie raus. Also zirkuliert die Luft, bis die gesamte Luft in der Werkstatt gereinigt ist. Die technischen Daten findet ihr noch einmal im Link unter dem Video. Dort findet ihr Informationen zu beiden beiliegenden Filtern. Ich möchte vor allem die Maschine in Betrieb zeigen, wie die Filter funktionieren. Ihr habt gesehen, dass ich ab und zu den Hauptfilter mit einem Staubsauger absauge, um größere Verunreinigungen zu entfernen. Es ist kein Problem, den Filter komplett zu entfernen und auszuklopfen. Oder wascht ihn mit Wasser aus, lasst ihn trocknen und legt ihn wieder ein. Was den vorderen Filter betrifft, den habe ich noch nicht ausgeklopft. Ich habe es für das Video absichtlich so gelassen, damit wir sehen können, wie viel der Filter tatsächlich aufnimmt und wie er richtig funktioniert. Nun zerlegen wir die Filteranlage und nehmen die Filter heraus, damit wir sehen können, zu wie viel Prozent die Maschine arbeitet. Als erstes muss natürlich das Gerät aus der Steckdose genommen werden. Jetzt nehmen wir den Filter für grobe Partikel heraus, das ist der vordere. Einfach hochheben, aushängen und schon ist der Filter draußen. Der Vorteil bei diesem Filter besteht darin, dass er einfach ausgeklopft, mit Wasser ausgewaschen, getrocknet und wieder zurück eingesetzt werden kann. Der Filter für feinere Verunreinigungen ist etwas anders. Er darf nicht in Wasser ausgewaschen werden. Es ist notwendig, den Filter auszuklopfen oder mit einer weichen Bürste reinigen oder mit Luft ausblasen. Wenn ihr den Filter nicht beschädigt, sollte er bis zu 10-mal länger halten als ein Grobschmutzfilter. Es hängt von den Benutzern ab, wie sie das Gerät verwenden. Es ist kein Problem, Ersatzfilter zu kaufen, die sind nicht so teuer. Jetzt nehmen wir den Filter heraus, um zu sehen, was der Filter in dieser Zeit aufgefangen hat und ob er ordnungsgemäß funktioniert. Zieht den Filter einfach heraus. Jetzt werde ich mir eine Maske aufsetzen, damit ich das, was ich mir in den Luftreiniger gesammelt habe, nicht einatme. Ihr könnt selbst sehen, dass es ziemlich viel Feinstaub gibt. Der Filter muss nach draußen gebracht und mit Luft ausgeblasen werden. Zum Schluss einmal die Zusammenfassung. Ihr müsst selber entscheiden, ob ihr dieses Gerät benötigt. Aber was mich betrifft, jedes Mal, wenn ich die Werkstatt betrete und mit den Arbeiten beginne, bei denen Staub entsteht, schalte ich den Luftreiniger ein, um besser zu atmen. In der Werkstatt sollte eine Atemschutzmaske getragen werden, aber das ist jedem selbst überlassen. Aber dieses Gerät wird sicherlich helfen, in der Werkstatt besser durchzuatmen. Das ist alles für das heutige Video. Alle technischen Daten findet ihr wie bereits gesagt im Link in der Beschreibung unterhalb des Videos. Falls euch etwas interessiert, zögert nicht, in den Kommentaren nachzufragen. Tschüss!